Über 8000 Besucher kamen am vergangenen Samstag zur 6. Nacht der Technik und erlebten ein buntes und informatives Programm in und um die Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Koblenz in der August-Horst-Straße. Weithin sichtbar machten die HWK-Zentren auf das Großevent aufmerksam und weckten die Neugierde des kleinen und großen Publikums auf gute Unterhaltung und Informationen aus Wissenschaft und Technik. Seit der Erstauflage 2006 hat sich die Großveranstaltung zu einer festen Größe im Eventkalender der Region etabliert und lockt Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern an, wobei auch in diesem Jahr die Mischung aus Unterhaltung, Wissenschaft, Technik und der Blick hinter deren Kulissen überzeugten. Ob moderner Rennwagen oder historische Traktoren, für jeden Besucher bot die Nacht der Technik mit über 100 Einzelprogrammpunkten das Richtige aus Unterhaltung und Information. Mir gefällt es hier gut, weil hier kann man auch viel lernen. Das ist auch faszinierend, dass der Roboter hier auch einfach die Wäsche nimmt und dann in den Korb schmeißt. Aber es gibt immer wieder Neuigkeiten oder Sachen, die man nicht kennt, die man hier doch sieht und dann vielleicht auch ein bisschen überrascht ist. Und auch die Aussteller freuten sich über den Besucheransturm, so bei Handwerksmeister Thomas Kipping. Der selbstständige Orthopädie-Mechanikermeister aus dem Westerwald war als Aussteller zum ersten Mal dabei. Die meisten glauben ja einfach, dass Prothesen sowas sind wie Schuhe, die sie aus dem Regal nehmen. Und das können wir halt hier richtig stellen und die fragen sehr viel über die Technik, wie zum Beispiel Schaft hergestellt wird und so weiter. Und Thomas Kipping stellte nicht nur sein Unternehmen und dessen handwerkliche Leistungen vor. Er brachte mit Kellyanne Cartwright und Heinrich Popoff auch zwei Olympiasieger und Weltmeister mit, die dank Kippings orthopädischen Prothesen seit Jahren zur weltweiten Elite im Behindertensport zählen. Das Handwerk ist ja ein ziemlich wichtiges Element in unserem Leben. Bei mir ist es ganz besonders wichtig aufgrund meiner Prothetik, die ich benötige für den Sport und für den Alltag. Ich möchte das gern dem Volk oder den Leuten, die hier reinkommen, näher bringen und habe echt nicht gedacht, dass so viel kommen. Aber es macht Spaß. Je mehr Interesse da, je mehr Leute da sind, desto mehr Interesse ist auch da. Deswegen ist es ziemlich spannend auch. Stars aus dem Fernsehen begeisterten die Besucher genauso wie selbstständige Handwerksmeister am Schmiedefeuer, eine Lasershow oder Wissenschaftler in Vorträgen. Von der Atmosphäre der Veranstaltung ließen sich auch Gäste aus der Politik wie Evelyn Nemke anstecken. Fast 5 Stunden tauchte sie ein in das Großevent, informierte sich als Wirtschaftsministerin bei Ausstellern, überreichte Handwerkern nach erfolgreicher Weiterbildung ihre Zertifikate und brachte sich als Referentin in Informationsveranstaltungen ein, so beim Thema Handwerk und erneuerbare Energien. Das Handwerk hat eine fundamental wichtige Rolle, zum Beispiel im Wohnsektor. Wenn man sein Haus sanieren will und man möchte einfach Energie einsparen, weil man nicht mehr so viel Geld für Heizöl ausgeben möchte, dann braucht man gute Handwerker dafür und gute Energieberatung. Und da fallen fast alle Tätigkeiten an, die man sich in einer Haus-Wohnraumsanierung vorstellen kann. Aber nicht nur da. Hier werden natürlich auch in der Gesundheitstechnik Berufe vorgestellt. Hier werden auch Berufe vorgestellt, die wirklich mit hochtechnischen Anlagen zu tun haben. CNC-Programmierer habe ich vorhin auch ausgezeichnet, die sich dort qualifiziert und fortgebildet haben. Ohne gute technische Möglichkeiten, Fertigungstechnik auf höchstem Niveau, kommen wir nicht voran. Und da findet hier eben auch die Fortbildung statt. Nach dem Erfolg der 6. Nacht der Technik in diesem Jahr hat die Erfolgsveranstaltung auch 2012 ihren festen Platz im HWK-Veranstaltungskalender und wird am 3. November einladen. Dann wieder mit neuen Themen über 12 Stunden mit viel Spaß, Unterhaltung und Information. Und natürlich reichlich Technik.